Polizei. Na, jetzt mache ich nicht denselben Fehler, ne? Ich fahre mal extra langsam. Ich lasse sie mal direkt vorbei. So vorbildlich, da kann uns auch nichts passieren. Ja, obwohl, wir haben grün. Scheiße, wir haben grün. Wir haben grün, wir haben grün. Das muss man... Oh nein! Oh Mann! Neuer Bus, Versuch Nummer 3. Es gibt, ja, jetzt gibt es wieder Baustellen. Alternative Route, egal. Fehlerfrei könnte man ja trotzdem fahren. Stadion scheint trotzdem die erste Haltestelle hier zu sein. Vielleicht können wir durch diese Umbaumaßnahmen auch irgendwas auslassen. Besonders diese verwinkelte Strecke da. Das wäre mir ganz recht. Oh, da stehen einige. Cool. Ach, der neue Bus ist ja noch gar nicht gefärbt. Seht ihr? Oh, jetzt hier. Zum ersten Mal müssen wir also nicht nur die Türen und so öffnen, sondern auch die Rampe. Fahren Sie bitte die Rampe auf. Die Rampe. Tada. Sie sind ab sofort mein Lieblingsbusfahrer. Oh, ist das nett. Ist das schön. Ja, das freut mich doch. Und hier vorne kassieren wir ab. Ich schließe schon mal. Oder Rampe kann ich ja eigentlich schon wieder hoch, ne? Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Rampe rein. Eine Fahrkarte. Wah, sorry. Danke, mein Lieber. Okay, das hätten wir. Also zum ersten Mal haben wir jetzt hier auch die Rampe benötigt. Super, da bietet es sich doch also wirklich an, bei Rot stehen zu bleiben. Schade. Nächster Halt, Theresienstraße. Ich meinte eigentlich, auf solche modernen Busse hier zu setzen, wo das problemlos möglich ist. Da ist er. Zum ersten Mal haben wir jemanden dabei mit Rollstuhl. Ja, gut gefüllt noch eine Haltestelle. Also ich glaube, da kann man sich gar nicht beschweren. Eine Minute haben wir Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt, ab wo hier denn gebaut wird, was sich an unserem Plan hier verändert hat. Die nächste Haltestelle wird schon angezeigt. Das werden wir wohl schaffen in 45 Sekunden. Glaube ich. Ja. Da erreicht mich der nächste Kunde. Muss ich nachher machen. Jetzt wird hier erstmal ein bisschen gefahren. Tada! Nächste Haltestelle. Will die eine jetzt raus? Theresienstraße. Die will raus, ne? Oder? Bitte, ich muss hier aussteigen. Ja, natürlich. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Danke. Danke, mein Lieber. Oh, da vorne wird angezeigt, Baustelle. So, die Rampe müssen wir erstmal wieder reinmachen. Alles gut. Da vorne wird jetzt gebaut. Da gibt es nun vielleicht die Änderung. Obwohl, ich sehe schon auf der Karte unten diese verwinkelten... Den verwinkelten Abschnitt haben wir trotzdem. Polizei. Na, jetzt mache ich nicht denselben Fehler, ne? Ich fahre mal extra langsam. Ich lasse sie mal direkt vorbei. So vorbildlich. Da kann uns auch nichts passieren. Da, obwohl, wir haben grün. Scheiße, wir haben grün. Wir haben grün, wir haben grün. Das muss man... Oh nein! Oh Mann! Wie? Das ist aber nicht unsere Schuld. Ey, es gibt's doch nicht. Motorstraße. Bitte kritisiert mich jetzt nicht allzu sehr. Es war halt grün. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Ach, das war zu viel. Ich weiß es nicht, aber ja. Wir sind gut in der Zeit. Keine Angst. Ich möchte Mama nicht schon wieder. So, sind jetzt alle drin? Vielen Dank. Wir sind viel zu spät. Sie ist nur immer zu früh dran. Kommt da jemand? Nein. Ach, das ärgert mich jetzt selber auch. Das ist natürlich bescheuert gewesen. Nächster Halt. Einkaufszentrum. Wow. Ich versuche mal hier, ne, mit dieser normalen
Busperspektive klarzukommen. Das ist, glaube ich, eine neue, spannende Herausforderung. Das muss man auch erstmal drauf haben. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber wir schaffen das. Ah, den lassen wir noch vorbei. So, jetzt hier abgebogen. Oh, das ist doch dumm. Das ist halt schwierig, das einzuschätzen, ne? Aber das lernen wir noch. Das ist halt die nächste Stufe. Hier bei unserem Bus-Simulator. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Das war zu viel. Okay, 1 Euro. So, jetzt kriegt sie bei 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro. Wohl jemand von euch hat auch gesagt, dass es hier Scheine gibt, ne? Aber die sehe ich jetzt so direkt gar nicht. Hm. Da kommt keiner, weiter geht's. Ja, das ist echt. Nächster Halt. Hammer, so zu fahren. Wie würdest du mich einschätzen, wenn ich in der Vorstand wohnen würde? Ich würde dich bestimmt noch mögen, aber ich würde kaum bei dir übernachten. Schon gut, vergiss es. Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. Wirklich? Ach, nee, das klappt so nicht. Ich bin dafür aktuell zu schlecht. Ich kann das mit der Länge noch gar nicht einschätzen. Jetzt machen wir wieder Minus auf dieser blöden Strecke hier. Boah. So, steigt mal alle ein. Sind alle drin? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss vielleicht mehr den... Ja, ich achte mehr auf den Spiegel hier. Nicht mehr so viel nach Gefühl, sondern mehr mit Spiegel. Mein, ein echter Busfahrer kriegt das ja auch hin. Ja? Und ich bin ein echter Busfahrer. Im Prinzip. So, hier vorne ist noch eine Baustelle oder was? Wir können ja trotzdem langfahren. Kein Problem. So, ach ja, wie Raserei. Alles läuft hier schief. Und stopp. Oh, schon wieder die Polizei. Ich ergebe mich doch schon. Ja, ich bin schuldig. Ich gestehe. Oh, hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Bitteschön. So, ich glaube, eine Haltestelle steht nur noch aus. Dann haben wir es geschafft. Nur leider wieder keine Einnahmen erzielt, weil es so doll schief lief. Nächster Halt, Fischerweg. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ach ja, auch Raserei. Ich mache jetzt diese Blockade rein, dass ich nicht zu schnell fahren kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist für unser Image natürlich auch richtig blöd. Also ich glaube, ich sollte als Busfahrer nicht mehr eingesetzt werden. Ich übernehme noch diese Planung, ne? Den Einkauf mache ich und die Zusammenstellung von den Fahrplänen übernehme ich und so weiter und so fort. Aber bloß nicht mehr auf die Strecke davon mich lassen. Wäre für unser Unternehmen wahrscheinlich das Beste. So, ich kurz was trinken, das geht auch nicht, weil wir jetzt schon wieder gefordert sind. Ich gebe mal wieder Gas. Nein, jetzt noch nicht. Ja, Endhaltestelle. Danach werden wir erstmal was anderes fahren. Nicht nochmal direkt diese Strecke. Fischerweg.
Ja, Fischerweg zum zweiten. Nee, zum dritten jetzt schon. Und sie dreht sich wieder um. Wieder zeigt sie mir wohl gefühlt den Stinkefinger. Das war kacke, was du hier machst. Mhm. Naja, immerhin bist Geld verdient. Wir werden diese Tour jetzt nochmal fahren. Die war ja auch neu. Oh ja, und da gibt es sehr, sehr viel Coole. Das machen wir. Erstmal ein bisschen Abwechslung hier reinbekommen. Die war ja relativ simpel. Da musste man erstmal nur geradeaus fahren, bis auf einen Schlenker. Das sollte ich ja wohl gebacken bekommen. Ich versuche jetzt mal mehr mit den Spiegeln hier zu hantieren. Ne? Richtig schön gucken und alles. Wirklich ganz professionell das Ganze hier machen. Oh, sieht aber nicht professionell aus. Mann, Blinker, bleib doch mal an hier. Neue Straße. Oh, nee, jetzt habe ich den zugemacht. Ja. Einzelfahrt. Möchte noch... Aua. Oh, mein Stuhl hier. Möchte noch jemand was? Nein. Blinken. Na komm, wir mogeln uns hier hinterher. Ach, nicht schon wieder die Sirene. Oh, lass uns in Ruhe, Polizei. Lass uns bloß in Ruhe. Ist hier Herbst? Hä? Die Blätter fallen runter? Scheint mir so. Die Ampel hat uns wohl vergessen. Berühr uns nicht, ey. Ich krieg sonst die Krise. Volle Konzentration. Nächster Halt, Universität. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich fahre doch ordentlich. Nee, ich mach das jetzt nicht mehr. Ich mach das jetzt nicht mehr. Oh, du rupst mich hier nicht voll. Also. Ich schau doch immer und keine Ahnung was hier. So, ist da ein Auto? Das haben wir schon deutlich überholt, also können wir rüberziehen. Ich mache jetzt mal die Blockade rein, damit wir nicht zu schnell fahren. Ist gar nicht so einfach ohne diese Außenperspektive. Es ärgert mich wirklich, weil ich eigentlich davon ausgehe, wir sind vorher so gut gefahren. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt ein bisschen simpler. Och nö, also jetzt mach hier nicht schon wieder, der Fahrer hier vorne, ne? Schon wieder so ein Bullshit. Lee, was haben die Ampeln denn jetzt gegen uns? Wir stehen hier besonders lange, kann das sein? Wir haben noch 20 Minuten. 20 Minuten, das wär heftig. 20 Sekunden. Alter. Jetzt kommen wir hier wegen der Ampel zu spät. Die hat uns vergessen. Kann das sein? Eiskalt vergessen. Wie lang stehen wir jetzt hier schon? Eine Minute? Was ist denn da los? Also. Ja, dann fahr auch. Ich musste jetzt hier, glaube ich, eine ganze Minute warten, damit wir überhaupt vorankommen. Das ist ja richtig ärgerlich. Universität. Ja, tut mir leid, liebe Studenten, diesmal. Ja, ein bisschen spät. Ich weiß das selber. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Danke. Einen schönen Tag. Hallo. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Ja. Danke. Oh, schön. Einen schönen Tag. Die haben das hier alle passend. Das ist doch nett. Kommt ein Auto? Nein.
Okay, volle Konzentration. Nächster Halt, Kunstmuseum. So, ups. Mal nach hinten geschaut. Also hier an den Seitenspiegel, ne? Das passt. Passt auch. Ich mache jetzt hier immer mit ordentlich Sicherheitsabstand. Ihr merkt das schon. Schlechte Halteposition. Ich mache das nicht mehr. Ich kann das einfach nicht. Eine normale Fahrkarte. Ja, ich bin gescheitert. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Wow, zweimal für den ganzen Tag. Aber natürlich. Also. Es lebe die Außenperspektive hier. Die nutzen wir jetzt ab sofort wieder. Ansonsten macht das alles keinen Sinn. Ja, das ist hier echt schwierig. Das ist schon besser, wenn wir das so machen. Wow. Fast einen mitgenommen. Aber ich meine, jetzt geht's geradeaus. Jetzt können wir uns ruhig wieder reinsetzen. Alle dabei? Auto halt an. Okay. Nächster Rot. Königsstraße. Anhalten. Anhalten. So, schnell mal was hier beantworten. Okay. Gut. Uah, jetzt habe ich mich verklickt. Geht das schon wieder los? Ja, es tut mir leid. Ah! Hey, geh weg hier. Okay. Problem gelöst. Problem gelöst. Ich versuch's jetzt nochmal. Hey, er sagt super, danke. Das kann ich erst vertragen. Nach der ganzen Kritik hier. Was, nur eine Person? Oder zwei? Okay. So, die lassen wir noch vorbei. Der eine, super gemacht. Habt ihr das gesehen? Ich habe den Blinker gesetzt und er blieb sofort stehen. Hut ab, das gefällt mir. So muss das sein. Die Königsbrücke erwartet uns. Ich werde schon ein bisschen müde hier. Seht ihr, es ist wirklich richtig. Den Bus-Simulator, den muss man zum Einschlafen nehmen. Um zum Entspannen. Also ich meine das ja nicht negativ. Aber es ist wirklich schön, nach so einem anstrengenden Tag mal ein bisschen zu entspannen. Obwohl, das geht auch wirklich nur, wenn man hier keine Scheiße baut, so wie ich. Also ich reg mich ja eher darüber auf, als dass ich zur Entspannung komme hier zuletzt. Weil ich will ja auch keine Fehler machen. Ich mache das ja nicht mit Absicht, aber ja, wenn dann sowas passiert, dann ärgert mich das natürlich auch. Ist ja klar. Von daher gibt es erstmal diese Außenperspektive wieder, bevor das einfach alles in die Hose geht. Ja, Madame. Warten Sie auf jemanden? Oder wollen Sie hier irgendwie noch weiter? Eine Haltestelle gibt es ja noch. Okay.
ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Genau, denken Sie bitte daran. Und raus mit euch. Dann werden wir nun den Bus mal ein bisschen umstylen. Diesmal hatten wir natürlich nicht so viele Einnahmen, ist ja klar. Ne, das war schon richtig. So, gehen wir einmal durch. Da ist er. Er kriegt eine grüne Farbe und vor allem Werbung. Ganz viel Werbung. Super, die Einnahmen damit nochmal gesteigert.